Ich sehe in den Himmel und sehe Licht. Doch ich kann es nicht greifen. Egal. So, wir gehen jetzt in den Keller da. Ja, nochmal herzlich willkommen jetzt zurück zu Display Amnesia, also Dark Descent, mit mir, dem Raikishin, und wo muss ich hin? Ich kann es nicht lesen. Alter, Archive? Nein. Da muss ich doch nicht hin, oder? Auf jeden Fall, da musste ich hin, damit ich denn sehen kann, dass da nicht weitergeht. Oh Gott, wo muss ich hin? Nein! Ich weiß, muss ich da lang gehen? Muss ich ins Labor? Vielleicht? Ins Labor. Ich gehe einfach mal ins Labor. Das Leichentuch, auch nach Wüste. Das habe ich schon nach vorgelesen. So viele dachte er. Oder vielleicht zu wenige. Oh. So. Ich spring hier lieber nicht runter. Weil ich weiß jetzt, dass Höhen wehtun. Daniel mag keine hohen Orte. So, auf jeden Fall, wir können jetzt dieses... Was war das? Okay, wir können jetzt auf jeden Fall... Die Erde bewegt. Eine Fresse. So, wir können jetzt auf jeden Fall dieses Ding hier benutzen, so. Ja, schön. Ja. Muss ich mich mal anordnen, richtig? Geil. Ja. Toll. So, jetzt müssen wir die Räder drehen. Ach so, erst muss der Brenner angeschaltet werden. Wo ist der Brenner? 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 Ach so. Okay. Okay, okay. So. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Oh, 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 oh. Nein. Nein. Okay. Nochmal. Shit. Okay, jetzt habe ich vergessen, das aufzufangen. Das ist natürlich doof. Zum Glück müssen wir das nicht nochmal holen. Verkackt? Ja? Nee, doch nicht. Okay, ich dachte schon. Wäre unfair gewesen. So. Waren wir... Aufgenommen, Säuretopf. Yay. Und die Treppe ist kaputt. Notizen. Nee. Block. Nein. Ah! Weg hier. Was zur Hölle? Leichte Kopfschmerzen am Arsch sind es leichte Kopfschmerzen. Muss ich hier runter? Nein. Okay. So, was hat er sich denn aufgeschrieben? Mementos. Die Treppen sind eingestürzt. Finde einen Weg, um zurückzuklettern. Okay. Kisten. Yay. Die Lösung für alles sind Kisten. So. Huah. Doof. Okay. Kiste und Kiste. Nein. Dammit. Hm. Anmachen. Okay. Cool. Cool. Gut. Ich habe eine Brücke gebaut. Yay. In die Eingangshalle zurück. Es war unvermeidlich. Bla bla bla. Ist mir egal. Ich will jetzt die Säure benutzen. Säure. Ich mag Säure. Säure ist toll. Vor allen Dingen, um Sachen aufzulösen.
lauf, sonst kriegst du... Ich war diesmal nicht mal in Nähe. Gemein. Spast, ey. Penner. Mann. Okay. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Ich sollte vielleicht mal speichern, weil ich habe blaue Flecke. Sesam, Labala, Bumm. Okay. Hier durch. Raffinerie. Hm. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte, als er sich, ja, Territorium britisch, klar. Genau. Irgendwie sowas. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Whoa. Nein. Hm. Obwohl, Moment. Wir feiern und wenden, ja. Ich möchte gegen ihn kämpfen. Weiterspielen. Ja. Awesome. Okay. Erster Gegner, Kontakt und ich muss mal kurz hier. Moment, nochmal. So, okay. What the fuck, wo ist er? Hallo? Ich brauche einen Stein. Ich will einen Stein haben. Stein! Ich brauche einen Stein. Fuck. Stuhl geht auch. Komm her. Weg ist er. Dammit. Okay. Zurück an deinen Platzstuhl. Du bist noch nicht gebraucht. So. Ich habe aber mal wieder Lampenöl verbraucht, wie bekloppt. So. Und ich habe Lampenöl gefunden. Eine Zünderbüchse. Yay. So, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Kurz mal einen Moment aufschlagen. Ein Moment des Wandens. Schön. Schwein. Hi. Hi. Nix. Hallo? Hm, Kopf dröhnt. Zu. Wie ist auch zu Tür. In Ruhe lesen. So. Hm. 22nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Hm. Hat er sich das alles nur eingebildet? Hm. Gute Fragen. Gute Frau. So. Auf jeden Fall, wir haben Stuhl. Wir können uns verteidigen.
Komm her, Bitch. Ich warte auf dich. Und hier sind viele Stühle. Jetzt kann ich mich total verteidigen. Das ist geil. Hm? Hallo? Ist von der anderen Seite blockiert. Wo bist du? Ist der Arsch? Ich will vielleicht mal beenden. Ich will nicht, dass ich sterbe hier. Deswegen mache ich das immer weiter hier mit Spielspeichern und beenden. Ich weiß nämlich nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was jetzt hier so richtig kommt. Also wenn ich in den Encounter und gegen ihn kämpfen will. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Das ist jetzt auch für mich das erste Mal, denn normalerweise mache ich sowas sofort beim ersten Versuch, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Hallo? Ja, genau. Anmachen, ausmachen. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Oh oh. Leck hier. Eigentlich gar keinen Bock darauf. Ich muss jetzt erstmal kurz hier weg. Das ist ein geistiger Zustand. Das verfickt nochmal nicht gut. Kann ihn nicht gut heißen, leider. So. Das ist auch für mich schlecht. Er rennt ja schon immer richtig und Punkt, Punkt, Punkt. Nein! Daniel! Ja, er verreckt gleich. Oh, sowas von. Fuck it. Fuck it. Einfach nur fuck it. Ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Letzte Möglichkeit. Hier stehen bleiben. Mehr kann ich nicht machen. Okay. Ja. Das ist ein bisschen scheiße. Sein geistiger Zustand ist so kacke. In Penumbra war es kein Problem. Da konnte man die Gegner einfach so angreifen und ja. Da war nichts. So. Deswegen muss ich leider die Folge jetzt hierfür erstmal beenden. Und ja, ich hoffe, ihr kommt auch wieder beim nächsten Mal vorbei. Ich werde hier den geistigen Zustand wieder auf normal setzen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann wird er sich schon wieder beruhigen. Hoffe ich mal. Ja. Solange ich nicht richtigen geistigen... Also... Ich glaube nicht, dass ich ein Viech encountern kann, leider in diesem Let's Play, was ich sehr schade finde. Normalerweise würde ich gerne gegen dieses Viech kämpfen, eine Kiste nehmen und es so an den Kopf werfen oder irgendwas so in der Art, aber leider ist es mir nicht möglich wegen seinem geistigen Zustand. Also von daher sage ich, das war es erstmal für diese Folge von Penumbra, Penumbra sage ich es auch noch, Amnesia. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Sie heißt Anisa the Dark Descent. Mir dem Red Kishin. Tschüssi!